Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen in der Sendereihe Knorpel nachwachsen lassen. Wir befinden uns in der Mitte von Sendereihen mit Übungen, was man alles tun kann und soll, damit Arthrose kein Problem mehr wird und Knorpel wirklich nachwachsen kann. Und nun zu der Übung. Wenn Sie so gehen im Alltag, das heißt, wenn Sie unter voller Körperspannung gehen, ob Sie das barfuß machen, ob Sie das in einem Schuh machen, der sehr beweglich ist, oder sogar in einem Schuh mit Trampolinsohle, wie ich jetzt trage, so mit elastisch federnder Sohle, nicht nur weich, sondern eben elastisch zurückfedern. Wenn Sie das präzise machen, dann werden Sie erstaunt sein. Auch wenn Sie Arthrose haben, wo sozusagen Knochen auf Knochen läuft, werden Sie erstaunt sein, dass die Schmerzen in den allermeisten Fällen sofort verschwinden. Das heißt also, wenn Sie anders gehen, unter Spannung, balancierend gehen, dann verschwinden die Schmerzen. Das heißt nicht, dass die Arthrose weg ist. Das heißt nicht, dass der Knorpel so schnell nachgewachsen ist. Aber das heißt, dass die Kniestellung anders ist und dass die Muskulatur im Körper drin wie ein Stoßdämpfer funktioniert. Und ich habe Ihnen das schon in der ersten Sendung dieser Sendereihe ein bisschen gezeigt, auf einer weichelastisch federnden Matte. Sie können das, wie gesagt, machen in jedem normalen Schuh, auch auf hartem Boden. Wichtig ist einfach, dass Sie die Muskulatur anspannen. Dieser Schuh hilft mir, so zu gehen. Er unterstützt das und er lehrt mich das auch, so dass das in den Alltag, ins Gangmuster, in mein persönliches Gangmuster eingebaut wird. Dieses Gangmuster zu verändern, ist der Schlüssel. Und auch meine Verhaltensmuster im Alltag zu ändern, sind der Schlüssel. Dass ich zum Beispiel nicht mehr so viel auf dem Stuhl sitze oder wenn ich auf dem Stuhl sitze, dass ich diese Zeit nutze, um Faszienverklebungen zu lösen. Auch das haben Sie in vergangenen Sendungen schon gesehen und werde ich Ihnen auch in zukünftigen Sendungen zeigen. Zum Beispiel, dass Sie mehr auf dem Boden sitzen, immer wieder vom Boden aufsteigen. So werden Sie beweglich, so werden Sie balancierfähig, so lernen Sie zu balancieren im Alltag. Und dieses balancierende Gehen ist das, was eben Knorpel nachwachsen lässt. Was noch ein bisschen hinderlich ist, sind die Faszienverklebungen, weil die dann gewisse Körper, weil die zum Beispiel nicht zulassen, dass Verkürzungen des Iliopsoas-Muskels, wenn der verkürzt ist, wenn Sie hier diese Beckenstellung haben, dann geht auch das Knie in eine Beugehaltung, dann kann sich das Knie gar nicht strecken, vor allem dann nicht, wenn Sie unbewusst gehen, aber wenn Sie all diese Übungen, diese Spezialübungen machen und Ihre Verhaltensmuster im Alltag verändern, dann werden Sie sehen, dass dieses Trampolin-ähnliche, balancierende Gehen, wo Ihr ganzer Körper unter Spannung ist, dass das Ihre Knorpel nachwachsen lässt. Ich werde Ihnen im Folgenden eben genau solche neue Verhaltensmuster zeigen.
weil diese sind schlussendlich entscheidend, weil das Problem der Arthrose oder das Problem der Abnutzung des Knorpels, das kommt aus ihrem Verhalten im Alltag. Zu viel sitzen zum Beispiel, zu passiv gehen auf harten, flachen Böden. Und das wollen wir ja ändern. Und wir wollen das Übel an den Wurzeln packen. Wir wollen die Ursache bekämpfen und nicht einfach schnell operieren, die kurzfristig die Schmerzen loswerden, aber nachher andere neue Schmerzen einfangen. Das wollen wir nicht und darum empfehle ich Ihnen auch die folgenden Sendungen anzuschauen. Herzlichen Dank fürs Schauen vom Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24. Bitte gehen Sie auch mal auf Wikisana, registrieren Sie sich da und schauen sich alle diese Sendungen auch ohne Werbeunterbrüche an. Und bitte auch diesen YouTube-Kanal abonnieren. Das hilft nicht nur uns, sondern auch der weiteren Verbreitung von unserem Sender. Hier eine Auswahl für Sie zusammengestellt. Viel Spaß, alles Gute, bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.